finde ich cool, dass es so mit eingebunden wird, so eine Sache. Aus dem ersten Teil, Figuren und so weiter. Finde ich schon geil. Aber darum können wir uns jetzt nicht weiter kümmern, denn wir müssen ja... Was müssen wir denn machen? Achso, wir wollen ja mit der einen Eulen da sprechen, ne? Hallo, du Salarianer. Hier ist Fracht, hier ist diese Serena, aber mit der will ich jetzt auch nicht reden. Ich möchte mit dem... mit der Politesse reden. Komm ich durch, ja. Vertrau mir. Die Waren aus dem Terminus-System sind sehr gut fürs Geschäft. Shiala. Shiala, den Namen kennen wir ja auch noch. Ziemlich gefährlich vor. Genau da. Nein, ich habe noch kein Glück. Shepard, ich... Aber die sieht irgendwie anders aus. Sie erinnern sich bestimmt nicht an mich. Ich bin Shiala. Wir haben uns während des Geth-Angriffs auf Pharos getroffen. Saren hatte mich dem Turianer als Sklavin übergeben. Und sie haben ihn getötet. Und mich gerettet. Ich habe versprochen, Zeus Hope beim Wiederaufbau zu helfen. Und deshalb bin ich jetzt auch hier auf Ilium. Wie geht es, Zeus Hope? Wir haben vieles wieder aufgebaut und konnten sogar verwertbares Material von dem Geth-Schiff bergen, vorher nicht zerstört haben. Aber die Forscher von Exogeny wurden wieder in ihr Hauptquartier zurückgerufen. Und die Reste des Turianers haben sie mitgenommen. Es gibt doch gar keine grünen Asari eigentlich. Kommt Exogeny wieder die Kolonisten herum oder hat der Turianer unseren Kampf irgendwie überlebt? Nein, Exogeny unterstützt Zeus Hope sogar. Sie wollen uns offenbar wirklich dabei helfen zu überleben. Und der Turianer ist tot. Wobei ich nach allem, was sie auf sich genommen haben, um ihn zu töten, ihre Sorge durchaus verstehe. Ich fürchte, nach unserem Abenteuer auf Pharos kommt ihnen meine Aufgabe auf Ilium sicher vergleichsweise banal vor. Kann ich dabei irgendwie behilflich sein? Das wäre wunderbar. Ich bin an die Grenzen meiner diplomatischen Fähigkeiten gestoßen und würde ungern Ärger verursachen. Durch die Kontrolle durch den Turianer hatten einige Kolonisten Gesundheitsprobleme. Wir haben eine koloniale Forschungsgruppe engagiert, um medizinische Scans durchzuführen. Aber der Vertrag erlaubt der Firma anscheinend, ohne unsere Zustimmung Eingriffe vorzunehmen. Deshalb bin ich hier. Die wichtigste Frage, warum sind Sie grün? Moment mal, Shiala. Sie waren doch nur grün, als der Turianer einen Klon aus Ihnen gemacht hat. Ihr wahres Ich war blau, wie normale Asari. Ich sprach von Gesundheitsproblemen durch die Kontrolle des Turianers. Erinnern Sie sich? Das ist meins. Aha. Einige Monate nach dem Tod des Turianers veränderte sich die Pigmentierung meiner Haut. Und meine biotischen Fähigkeiten sind auch instabil. Außerdem habe ich intensive Träume über meine Zeit bei dem Turianer. Das alles ist beunruhigend. Aha, aha, aha. Erzählen Sie mir mehr über den Vertrag, den Sie wegen der Scans unterschrieben haben. Aria von Tears zeigte Interesse an unserem Problem. Sie haben angeboten, medizinische Scans und die nötige Behandlung fast ohne Bezahlung durchzuführen. Ich hätte wissen müssen, dass es zu schön war, um wahr zu sein, aber wir waren verzweifelt. Im Kleingedruckten haben wir uns anscheinend damit einverstanden erklärt, dass sie weitere Eingriffe durchführen dürfen, wenn sie es für angebracht halten. Und so kam es dann auch. Können die Ihnen diese Eingriffe wirklich aufzwingen? Nein, aber sie können uns wegen Vertragsbruch anklagen. Was bedeutet, dass wir den vollen Preis bezahlen müssen, den ihre Leistung normalerweise gekostet hätte. Zeus Hope kommt gerade langsam wieder auf die Füße. Wir können uns das unmöglich leisten, Shepard. Was für Gesundheitsprobleme hatten die Kolonisten denn? Kopfschmerzen und Muskelkrämpfe, so ähnlich wie die unter der Kontrolle des Turianers. Manchmal teilen Kolonisten in der Nähe eines Turianeropfers dessen Empfindungen, etwa Hitze oder Schmerzen. Es muss etwas mit Resten der parasitären Sporen des Turianers zu tun haben. Deswegen soll das Ganze untersucht werden und geheilt. Ich rede mit dieser Forschungsgruppe. Ich weiß das zu schätzen, Shepard. Der Vertreter von Barrier Frontiers ist über das Problem informiert. Cool, cool. Noch ein Charakter aus Teil 1, den wir da ja kennen. Na, dann werde ich mal mit dir da reden. Ich habe Ihr Gespräch beobachtet, Mensch. Sie wollen sich über die medizinischen Verträge beschweren, die die Kolonisten von Pharos unterschrieben haben. Sie gehen besser wieder. Ihr Leben ist kurz genug. Vergeuden Sie keine Zeit damit, mich zu belästigen. Warum bestehen Sie auf diese Tests? Welchen Nutzen haben Sie davon? Der Nutzen geht Sie nichts an. Ein legaler, bindender Vertrag wurde unterschrieben. Nur das zählt. Sie alle, Menschen, Salarianer, Turianer, Sie kommen auf unseren Planeten und beschweren sich dann, dass ihnen unsere Gesetze nicht passen. Die Galaxie wäre ein besserer Ort, wenn sich niemand außer den Asari aus der Ursuppe erhoben hätte. Na dann. Vielleicht könnten wir andere Tests entwickeln, mit denen beide Seiten zufrieden wären.
Wenn die Kolonisten die Vertragsbedingungen nicht einhalten wollen, hätten sie nicht unterschreiben sollen. Ich bin nicht dazu verpflichtet, ihren Wünschen nachzukommen. Wären ihre Vertragsbedingungen genauso hart, wenn es sich um Asari-Kolonisten handeln würde? Asari würden sich um die Probleme kümmern, die andere Spezies verursacht haben. Asari wie meine Seelenverwandte, die beim Aufstand der Geth gegen die Quarianer ums Leben... Oder wie meine Töchter, die bei dem Geth-Angriff auf die Citadel starben. Eine arbeitete in der Botschaft. Die andere war Empfangsdame bei der Konsortin. Die kenne ich. Die Namen nicht mehr, aber ich kenne sie trotzdem. Das alles ist für mich nicht hypothetisch, Mensch. Aliens werden niemals meine Verbündeten sein. Sie können mir bestenfalls nützliche medizinische Daten geben. Warum war Ihre Seelenverwandte auf der Heimatwelt der Quarianer? Sie hat die Quarianer studiert. Nicht ihre Technologie, sondern ihre Musik. Sie liebte ihre Kunst. Sie sagte, sie hätten alte Seelen. Meine Töchter haben das wohl geerbt. Beide sprachen gern mit Leuten und waren an anderen Kulturen interessiert. Sie waren bestimmt wunderbar. Ihr Verlust hat die Galaxie ärmer gemacht. Ja, das stimmt. Wären die beiden mit ihrem jetzigen Verhalten einverstanden? Ich bin nicht... Ich habe nicht... Ich schicke einen geänderten Vertrag. Keine Tests mehr, keine Gebühren. Es gibt genug Schmerz in der Galaxie. Ich muss ihn nicht noch verstärken. So, da habe ich das Ding noch erledigt. Oh, guck mal, Sternkarten. Die kaufe ich mir auch alle. Ich weiß zwar, ich brauche sie eigentlich gar nicht, aber ich kaufe sie mir trotzdem. Ist mir egal. Ich möchte sie haben. So, verlassen. Jetzt muss ich nochmal mit ihr reden. Ich habe es erledigt. Hast du die Sternkarten bekommen? Ja, allerdings musste ich mich dabei mit... Sie haben es geschafft. Ich habe gerade die überarbeiteten Verträge... Oh, es ging aber ein bisschen schnell, danke, ne? Danke, Shepard. Sie haben Zeus Hope schon wieder gerettet. Ich glaube nicht, dass ich... Ist das immer so? Dass die Probleme von gestern heute in neuer Form auftauchen? Kann nicht irgendwas einfach mal erledigt sein? Sie haben die Kraft, wirklich etwas zu bewegen, Shiala. Und die haben nicht viele. Sie haben recht. Sie haben die Kolonie gerettet und uns dadurch eine Chance verschafft. Ich kann sie nicht im Stich lassen. Und das werde ich auch nicht. Danke für alles, was Sie hier getan haben, Shepard. Ich werde weiterhin mein Bestes geben. Irgendwann vielleicht. Wenn ich mal nicht die Kolonie organisiere und Sie nicht tun, was Sie ebenso tun. Dann. Sah ein bisschen komisch aus, das Lachen, aber naja. Das war wohl ein Angebot. Will ich mit der da reden? Ist das hier der Carport? Ich habe keine Ahnung. Ich sag dir doch, entspann dich. Sex werden ein paar fehlende Teile niemals auffallen. Hä? Ich kann nicht rein, weil es ein Tatort ist. Alles abgeriegelt. Alles abgeriegelt? Was geht nicht? Waffenhändler. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ich habe mit einem alten Freund gesprochen, Conrad Ferner. Sie haben ihm erzählt, dass in der Eternity Bar roter Sand verkauft wird. Ah, Sie sind mit Conrad befreundet. Ja, das ist ein sehr gefährlicher Ort. Ich muss es wissen. Ich bin eine Undercover-Polizistin. Bringen Sie mir die Besitzurkunde für die Bar? Ich brauche sie nämlich, um den Dealern, die roten Sand verkaufen, das Handwerk zu legen. Naja, ich helfe dir. Ich habe den Barbesitzer weichgeklopft, aber Sie müssen hingehen und die Sache selbst zu Ende bringen. Im Ernst? Sind Sie sicher? Absolut. Sie müssen das Geschäft nur abschließen. Sie gehen rein, bleiben hart und lassen durchblicken, dass wir zusammenarbeiten. Dann kriegen Sie die Urkunde. Na dann. Super. Hier. Ich stelle jetzt den Rabatt für Sie ein. Ja. Danke für die Hilfe. Dankeschön. Dann werde ich da erstmal gucken, was gibt's denn hier noch. Alter. Warum ist denn die ganze Rotze hier so teuer? Als nützlicherweise. 50.000 habe ich ja gar nicht genug Geld für, ohne Spaß, ey. Er kostet auch 75.000. Ja, sicher, sicher. Na gut, das kann ich mir alles noch leisten. Dann habe ich sogar immer noch ein bisschen Geld übrig. Ich bin begeistert. 59.000 habe ich immer noch. Ja, ist okay. Oh, blaue Rose von Ilium. Lass deine Wurzeln tief hineinwachsen. Aha. Okay.
Was wollen Sie? Tut mir leid, tut mir leid. Die Liebesgedichte des verdammten Kroganers zerren an meinen Nerv. Der Kroganer liest die Liebesgedichte vor, um ihre Aufmerksamkeit zu wecken? Sein Name ist Char. Wir sind miteinander ausgegangen, aber im Moment sind wir getrennt. Er will mir zeigen, wie sensibel er ist, indem er mich, umwirbt. Wirklich schlimm. Warum sind Sie beide gerade getrennt? Er meint es ernst. Also mit Kindern und so. Das volle Programm. Zum Ausgehen ist Char super, aber was Dauerhaftes? Kroganer leben sehr lange. Das ist nicht wie bei Menschen, wo man nur 100 Jahre durchhalten muss, weil sie dann von selber sterben. Das ist für ungut. Ich habe mich gefragt, ob er mich wirklich mag oder ob er nur Kinder will. Er kann ja sonst keine haben, wissen Sie, wegen der Genophage. Wie lange leben denn Kroganer? 300 Jahre oder sowas? Oder leben die auch länger? Das klingt nach einer Frage, die Sie ihm direkt stellen sollten. Habe ich. Ich glaube, ihm ist gar nicht klar, dass unsere Kinder immer Asari wären. Nicht-Asari begreifen oft nicht, dass wir keine Alien-DNS aufnehmen, sondern damit nur kleinere Teile der genetischen Information zufällig verteilen. Jedenfalls war Char danach sehr lange still. Schließlich sagte er, dass er unsere Mädchen auf jeden Fall lieben würde, egal welche Farbe sie hätten. Es ist nicht alltäglich, dass eine Asari mit einem Kroganer ausgeht. Was hat sie beide zusammengeführt? Er ist ein lustiger Kerl. Ziemlich klug, vor allem für einen Kroganer. Und er hat einen guten Job als Transporttechniker. Ein paar Jahrhunderte lang macht die Arbeit als Söldnerin oder als Tänzerin in Bars Spaß. Aber irgendwann kommt man nun mal in die matronale Phase, wissen Sie? Dann lässt man sich die Rückentätowierung entfernen, wartet, bis die Haare wieder ihre natürliche Blaufärbung annehmen und lässt sich mit jemandem nieder, der verlässlich ist. Naja, ob man das, was ihr auf dem Kopf habt, Haare nehmen kann, ich bin da nicht so sicher. Sie müssen mit Ihrem Freund reden. Sonst hört er mit seiner Poesie gar nicht mehr auf. Ich weiß, aber es ist so schwer. Ich mag ihn sehr. Verdammt, ich liebe ihn sogar. Aber ich weiß nicht, ob er für eine dauerhafte Beziehung taugt. Ja, bestimmt. Sehen Sie ihn an. Er ist ganz offensichtlich verrückt nach Ihnen. Meinen Sie? Aber was ist, wenn er doch nur Kinder will? Bin ich dann nur seine Gebärmaschine? Er sagte, das wäre ich nicht, aber... Wenn er das gesagt hat, können Sie ihm entweder vertrauen und müssen sich keine Sorgen mehr machen, oder Sie vertrauen ihm nicht und haben Ihre Entscheidung bereits getroffen. Ich vermute, so habe ich das bisher noch nie betrachtet. Ich vertraue ihm. Wenn er es gesagt hat, ich werde mit ihm reden. Ich habe am Terminal einen Rabatt für Sie eingestellt. Danke für Ihre Hilfe. Bitteschön. Und danke für den Rabatt. Jetzt kann ich hier wieder einkaufen gehen. Moment, wo ist denn der Laden? Hier. Pre-Jack Paddelfische. Ja, ich kann jetzt einfach Fische kaufen, ist ja egal. Die werden ja von... Achso, sonst gibt es nur Modelle. Aber die werden ja alle von Kelly gefüttert. Kann ich einfach hier Fische kaufen? Scheiß drauf. So, jetzt war ich auch hier. Hier habe ich ja soweit alles schon erledigt jetzt, ne? Na gut, hier ist diese Dara oder... Ja. Ein Beispiel. Aber... Das interessiert jetzt eigentlich auch gar nicht. Weil ich jetzt erstmal wieder zurück zu Conrad Werner muss und dann die Mission vom wie heißt sie denn jetzt? Habe ich den Namen vergessen? Oh mein Gott, ich habe den Namen vergessen. Wie heißt sie? Miranda. Von Miranda die Mission werde ich dann machen. So, jedoch. Kurz eine Minute in sich gehen und dann läuft das. Ne, hier ist ja nichts mehr drin. Nach den besten Tech-Upgrades, die sie haben. Natürlich. Die hab ich schon gekauft. So, jetzt bin ich. Ich bin wieder hier. Ne, noch nicht. Jetzt bin ich wieder hier. Verdammt, das ist doch alles nur ein Missverständnis. Erzählen Sie das dem Richter. Meine Überwachungsvideos zeigen Ihren Erpressungsversuch aus vier verschiedenen Blickwinkeln. Ich wurde hintergangen. Man hat mir gesagt, Sie hätten sich mit dem Verkauf einverstanden erklärt. Tja. Bringen Sie sie weg, bevor ich sie von meinem Barmann rauswerfen lasse. So ist das. Nein, reden wir nochmal hier mit Konrad, der eine super N7-Rüstung hat, die wahrscheinlich aus Plastik ist oder so. Was ist geschehen? Die Undercover-Polizistin vom Waffenkiosk wurde soeben verhaftet. Mach, ihn lüge ich jetzt an. Komm, ich lüge ihn auch an. Oder nee, sie haben sie enttarnt. Sie musste die Aktion abbrechen, weil wegen Ihnen Ihre ID aufgeflogen ist. Sie haben sie sehr viel Arbeit gekostet, Conrad.
Oh Mann, das tut mir sehr leid. Ich wollte doch nur helfen. Ich weiß, ich hätte nicht so tun sollen, als wüsste ich, was ich tue, aber... Sie haben ohne genügend Informationen gehandelt. Es hätte Verletzte geben können. Ja, sogar Tote. Wollen Sie damit leben müssen? Oder werden Sie endlich vernünftig? Okay, okay. Ich gehe. Ich gebe mich nicht mehr für Sie aus und werde trotzdem etwas erreichen. Irgendwie. Danke, Shepard. Es ist schön, dass Sie wieder da sind. Jetzt hätte ich ihn ja aber auch anders anlügen können. Ich hätte auch sagen können, er hat alles super gemacht. Das wäre bestimmt lustig gewesen. Na gut, wir reden mal hier mit dem Barmann. Danke, dass Sie sich um diesen Irren gekümmert haben. Sonst hätte ich ihn mit seiner eigenen Wirbelsäule erschlagen müssen. Okay. Und das macht die anderen Gäste immer ein wenig nervös. Aber du bist ja auch nett. Wie auch immer, das hier ist das Eternity. Und ich bin Athita, Asari-Matriarchin und Barfrau. Was darf sein? Sie sind eine Asari-Matriarchin? Ich dachte, Matriarchinnen wären als angesehene Beraterinnen tätig. Stimmt. Und genau das mache ich auch hier in der Bar. Ich weiß, da erwartet man was anderes. Aber auf Tessia wollte niemand auf meinen Rat hören und deshalb bin ich jetzt hier. Mein Vater war ein Kroganer, der in den Rachni-Kriegen gekämpft hat. Und meine Mutter war bei den kroganischen Rebellionen dabei. Ich habe so ziemlich alles gesehen. Ihre Mutter hat in den kroganischen Rebellionen gekämpft? Ich weiß nicht, ob sie wirklich gekämpft hat. Sie war Speerin, Scharfschützin und hat ein paar Raumstationen in die Luft gejagt. Spezialeinheit und so, Sie wissen schon. Für besondere Abende mit meinem Vater hat sie ihre alte Lederuniform angezogen. Bei der Göttin war das peinlich. Wenn ihre Mutter in den Rebellionen gekämpft hat und ihr Vater Kroganer war, gab es deshalb doch sicher Spannungen. Sie lernten sich erst ein paar hundert Jahre nach der Sache mit den Turianern und der verdammten Genophage kennen. Soweit es die beiden anging, waren sie einfach nur Krieger. Vater hat geprahlt, Mutter sagte nichts. Mutter war selbst Matriarchin und Vater fast schon 1000, als die Wahrheit herauskam. Also werden Kroganer auch fast 1000 Jahre alt, oder wie? Wieso? Dann verstehe ich aber nicht, warum immer alle sagen, dass die Asari so lange leben, wenn die Kroganer ja auch so lange leben. Was ist passiert, als er es herausgefunden hat? Ich war knapp 100 und wackelte in einer schmierigen Bar mit dem Arsch. Sie haben mich angerufen und gesagt, dass sie es jetzt austragen würden und dass ich den Überlebenden lieben sollte. Das war dann ganz einfach, weil beide dabei umgekommen sind. Oh, ist so gut. Familie? Nicht mehr als ein gewaltiger Tritt ins Eierquartett. Ins Eierquartett. Sie sagten, Ihr Vater hätte in den Rachni-Kriegen gekämpft? Ja, als er noch jung war. Er hat immer gerne seine Kriegsnarben rumgezeigt. Kroganer finden sowas sexy. Ich stehe ja mehr auf Ärsche. Als ich ein kleines Mädchen war, hat er mir immer von der Landung auf diesem giftigen Planeten erzählt. Und wie er eine Rachni-Königin zu Brei zerstampft hat. Die Wissenschaftler sagen, es sei Quatsch, dass uns genetisches Material vom Vater vererbt wird. Aber von seinem losen Mundwerk habe ich wohl doch einen Teil abbekommen. Die redet ja von sich selbst als kleines Mädchen, aber ich dachte, die wären sozusagen Unisex. Also, naja, eigentlich, nee, auch nicht. Die haben ja eigentlich gar kein Geschlecht, so gesehen. Warum serviert eine Matriarchin in einer Bar Drinks? Das ist besser als das, was die meisten anderen Matriarchinnen machen. Bei der Sache mit Zaren und seinen Gath vor ein paar Jahren haben sie jedenfalls total versagt. Ihre Schiffe hingen mit blankem Arsch im Weltraum, als Zaren das Feuer eröffnet hat. Ohne die Menschen wären wir damals alle draufgegangen. Und ich habe sie gewarnt. Hab den Leuten auf Tessia gesagt, was sie erwartet, aber sie wollten es nicht hören. Was wollten sie nicht hören? Dass Kunst, Philosophie und politischer Einfluss nicht ausreichen würden. Man kann keine einzige Asari-Lebensspanne hinter sich bringen, ohne dass irgendwo ein großer Krieg ausbricht. Wir müssen unsere Töchter früher an die Arbeit gewöhnen und dürfen nicht zulassen, dass sie ihre wilde, jungfräuliche Phase als Stripperinnen oder in Söldnertrupps verbringen. Als ich dazu geraten habe, neue Massenportale selbst herzustellen, wurde das mit einem höhnischen Lachen abgetan. Warum serviere ich jetzt Drinks? Wie ist das eigentlich, wenn man fast 1000 Jahre lang lebt? Voller Gewalt. Kriege brechen aus, Kolonien werden zerstört. Manchmal gibt's auch gute Nachrichten. Wie etwa, dass die Kolonie auf Pharos überlebt hat. Aber das sind Ausnahmen. Frieden findet man nur, wenn einen jemand in den Arm nimmt. Turianer, Elkor,
Hanar. Ich hatte sogar mal eine reinblütige Tochter. Ich war der Vater. Hat nicht funktioniert. Eines Tages wacht man dann mit einer Matriarchenfigur auf. Und alle anderen sind so jung, dass sie nicht mal mehr wissen, wie Quarianer ohne Anzüge aussehen. Danke, dass Sie mir davon erzählt haben. Dafür bin ich ja da, Schätzchen. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Ich möchte etwas trinken. Natürlich. Ich schalte im Trinkkiosk einen Zapfhahn frei. Schießen Sie sich ruhig ab. Wenn Sie wollen, können Sie das auch wörtlich nehmen. Aber trinken Sie nichts, was für Turianer oder Quarianer gedacht ist. Es wäre gar nicht gut für Ihr Innenleben. Vor 6 oder 7 Jahrhunderten hat mal ein Kroganer für eine Wette einen verflüssigten Turianer getrunken. Das war für keinen der Beteiligten eine schöne Erfahrung. Wie ist das so, eine Asari-Material? Genauso, als wenn man was anderes isst. Meine Eltern hatten ein interessantes... Achso, dann geht's wieder einfach hier hin, also... Danke, dass Sie mir das hast. Na dann, trink ich mal hier. Shot mit hochprozentigen, der beste Asari-Alkohol, den man für Geld kaufen kann. Viel edler als dieses Kroganer-Gesurf. Kaufen. Ja, kauf ich. Guck mal, ich stehe. Ich stehe im Tisch drinne. Hilfe. So. Erworb. Glas Wein. Ein Glas mit süßem und mildem Honigmet, für den die Asari zu Recht berühmt sind. Dann kaufen wir den noch auch und kippen ihn uns einfach mal hinter die Binde und ich stehe schon wieder im Tisch drinne. Shepard, du bist komisch. Du machst komische Sachen. Auch gekauft und jetzt nochmal geheimnisvoller Drink. Was immer das ist, es kommt angeblich aus der entferntesten Ecke der Traverse und wird von speziell ausgebildeten Watcher auf einem dunklen, namenlosen Planeten gebrannt. Na, dann hau ich mir das Ding da auch mal rein, wa? Tali und Miranda stehen einfach nur rum. Ui, schau doch her.